Willkommen zurück zu SFS Colony. Heute werden wir unsere Riesenraumstation bauen, und zwar die NS Colony. Wir werden einige Flüge haben, wir werden es in mehreren Teilen hochbringen und ich werde versuchen, die Raketen möglichst nah an dieser Plattform hier zu landen. Ich habe nämlich hier zwei kleine Sachen aufgebaut. Einmal links so ein Treibstofftank, keine Ahnung, rechts so einen kleinen Tower. Und die werden sozusagen meine Pfeiler sein, damit ich ungefähr weiß, wo ich landen muss. Ich denke mal, die ersten paar Flüge werden nicht so gut laufen. Aber ich glaube, gegen Ende wird das schon sehr viel besser. Von hier aus starten wir natürlich. Und wir bringen die MS-Kolonie auf eine Höhe von 55 Kilometern. Ihr wisst ja, die Mikroraumstation ist auf einer Höhe von etwa 50 Kilometern. Das heißt, wir haben genügend Abstand zwischen den beiden, dass wir da eine riesengroße Raumstation bauen können. Das war's jetzt erstmal. Wir gehen jetzt zurück in den Editor und dann schauen wir uns an, welche Raketen wir zur Verfügung haben. Und damit kommen wir zum ersten Flug am heutigen Tag. Wir werden nur Atlantis 1 und Atlantis 2 Raketen benutzen, weil ich in letzter Zeit sehr oft die Atlantis 3, aber auch Atlantis 4 und 6 Raketen benutzt habe und die Atlantis 1 und 2 lange nicht mehr angefasst habe. Deshalb kommt heute ihre große Show dran, und zwar insgesamt 6 Raketen, wie schon gesagt. Wir werden die alle einzeln hochbringen und dann die MS-Kolonie quasi zusammenschrauben. Es werden einige Flüge und ich habe im Grunde nichts mehr zu sagen. Das hier sind die Solarzellen und jetzt geht's los. So, die Solarzellen sind oben, jetzt kommt der Tankanschluss und ihr seht, das hier ist ein Truss-Segment, und zwar Truss-Segment kurz 3, genau, das war's. Es hat 3 von diesen Adaptern an der Seite, das heißt, wir können da auf jeden Fall eine Menge Treibstoff ranmachen. Und mal wieder die Atlantis 1, irgendwie, ja, sie ist ziemlich klein, aber auch eigentlich meine Lieblingsrakete, finde ich. Die Atlantis 3 ist groß und stark. Aber die Atlantis 1 kann selber schon eine ganze Menge in Orbit bringen, ohne irgendwie komplizierte Stufen zu haben. Jedenfalls ist das hier der Booster, der Treibstoffadapter, meine ich. Und den bringen wir jetzt auch zur MS-Kolonie.
Kommen wir jetzt zum letzten Flug mit der Atlantis 1. Und zwar haben wir hier den Booster Adapter. Es ist wirklich eine leichte Mission jetzt. Der Booster Adapter wiegt sehr, sehr wenig. Etwa die Hälfte von dem, was die Atlantis 1 als Maximum in Erdorbit bringen kann. Also das wird eine sehr leichte Mission und ich freue mich schon. Es wird auch jetzt erstmal die letzte sein, weil gleich kommen dann die Atlantis 2 Raketen dran mit den Booster-Segmenten. Also los geht's. Und zu guter Letzt, drei von diesen Atlantis 2 Raketen mit den kleinen Booster-Segmenten. Seht, ich habe da noch ein bisschen was rangebaut. Das macht es dann später einfacher, wenn die Booster-Segmente dicht aneinander sind, damit ich immer noch ein bisschen Abstand zur MS-Colony habe und es einfach leichter habe, die ranzubringen. Und ihr seht, das ist eine etwas größere Rakete, falls ihr die noch nicht besonders oft gesehen habt. Das ist auch eine ziemlich alte auch schon. Und die kann bis zu 30 Tonnen in den Erdorbit bringen. Das heißt, es wird auf jeden Fall genügend sein. Die Booster-Segmente wiegen etwa 28, irgendwas Tonnen. Also das wird auf jeden Fall klappen. Wir haben jetzt drei Stück davon und ich werde jetzt nicht für jedes einzelne noch was dazu sagen, sondern ich werde die einfach alle ablaufen lassen und dann sehen wir uns danach wieder.
So Leute, das war's mit dem Aufbau. Hier haben wir den allerersten Prototyp. Naja, im Grunde ist es schon die MS-Colony. Es fehlt nur noch ein bisschen Treibstoff und der andere Teil, die restliche Raumstation, die wir in einen Europa-Orbit bringen werden. Das hier ist auf jeden Fall das Grundgerüst und wir haben es in einigen Flügen jetzt hochgebracht, 6 Stück. Und die Raketen sind natürlich auch wieder gelandet. Da gehen wir auch gleich mal hin. Ich muss mal schauen. Ja, hier sind die ersten 3 Flüge. Diese Landung ist nicht besonders geglückt, da ist ein Bein abgebrochen. Aber ansonsten hat der Rest überlebt. Also wunderschön. Die Mission können wir beenden. Und das waren halt nicht besondere Missionen jetzt. Wir können ein Spiel fortsetzen. Das waren nicht besonders viele oder nicht besondere Missionen. Waren einfach kleine Missionen zum Erdorbit und zurück. Und hier haben wir zweimal noch die Atlantis 1, die können wir auch jetzt einfach beenden, also die Mission beenden. Und wenn wir jetzt hier weiter nach links gehen, ja, ich bin tatsächlich immer näher an den eigentlichen Startpunkt rangerückt. Hier haben wir noch eine Atlantis 2, genau. Da haben wir noch eine, ja, die haben halt alle genau dasselbe gemacht. Die Booster-Segmente in den Orbit gebracht. Und hier sind wir tatsächlich sehr nah rangekommen. Wenn wir hier sehr weit rauszoomen, dann kann man das Startfeld sogar erkennen. Ihr seht, da ist der kleine Tower am linken Bildschirmrand und da ist der kleine Treibstofftank. Das heißt, wir sind gar nicht weit entfernt und da können wir die Mission auch beenden. Also das war ein voller Erfolg. Wir haben jetzt schon einen Großteil geschafft und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!